Schaffner, Ihr Job besteht darin, Lücken im System zu finden und zu schließen. Wenn man jetzt auf die Tagespresse hört, dann scheint es solche Lücken doch immer häufiger zu geben. Und für den Laien sieht es vielleicht ein bisschen aus wie der Kampf gegen die Hydra. Ein Problem ist gelöst, zwei neue wachsen nach oder kommen nach, besser gesagt. Ist das jetzt, liegt das jetzt an der Tagespresse oder sind die Systeme tatsächlich unsicher? Gut, es liegt natürlich einmal an der Berichterstattung, dass darüber heute mehr berichtet wird. Faktisch ist es, die Hersteller von Systemen, gerade die großen Hersteller wie Microsoft, produzieren heute im Durchschnitt weniger Lücken. Diese Lücken, die es gibt, lassen sich einfach identifizieren. Dafür gibt es professionelle Managementsysteme und dann auch lösen. Nur darum kümmern sich die wenigsten Unternehmen. Digitalisierung und auch IoT-Geräte ermöglichen ja Hackern immer mehr Möglichkeiten, auch Schaden anzurichten. Worin unterscheidet sich denn die IT-Sicherheit von einem IoT-Gerät im Vergleich zu einem herkömmlichen Computer? Gut, in der Regel ist ein IoT-Gerät nicht so komplex wie ein vollständiger Computer. Damit ist er in der Theorie einfacher zu sichern. Es fehlt natürlich noch der Erfahrungswert. Anders als in der klassischen IT, wo es das seit vielen Jahrzehnten gibt, ist in der IoT sind alles neue Werte. Und die Schäden, die es heute gibt, sind noch zu gering, als dass sich die Hersteller intensiv selbst drum kümmern. Auch ein ganz wichtiger Faktor ist ja auch der Mensch, der ja in der Regel den Hackern durch leichtsinniges Verhalten Tür und Türen öffnet. Wie kann man sich denn als Firma schützen, dass einem da kein Zugriff über die eigenen Mitarbeiter passiert? Reicht da reine Aufklärung? Also die reine Aufklärung ist immer der erste wichtigste Schritt. Dann gehört dazu aber auch die Fachschulung und die ist kompliziert und da haben viele noch Probleme mit. Das heißt, der Mitarbeiter muss zum Beispiel im E-Mail-Verkehr verstehen, was gibt es für E-Mail-Anlagen, welcher Typ, welche Anlage hat welche Gefährdungsstufe und wie weit kann ich kontrollieren, ob der Absender der echt ist oder nicht. Und das muss ich tatsächlich lernen. Wenn ich das nicht kann, werde ich nie sicher den Computer bedienen können. Wir sind ja heute auf dem Messekongress Schadenmanagement und Assistance. Hier tummeln sich eine ganze Menge Versicherer. Was halten Sie denn von einer Cyberpolice? Also Cyberversicherungen sind ein elementarer Bestandteil von einer Sicherheitsstrategie. Nur muss dringend darauf geachtet werden, dass die Cyberversicherung, die ich kaufe, oder auch die Vertrauensschadensversicherung, die IT-Haftpflichtversicherung zu meinem persönlichen Risiko passt. Und wenn das gemacht wird, ist es unabdingbar. Ich muss sie haben. Dankeschön.